Teuer wird's nur, wenn Sie falsch parken. Mieten Sie den Smart für nur 19,95 pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Der Traum von der Nationalmannschaft, der ging für Armando Aus von der TuS Dassendorf in Erfüllung. Armando, erzähl uns, was war dein Highlight? Das war ohne Zweifel die letzten 10 Minuten vielleicht, die ich bekommen habe im zweiten Spiel. Es ist was ganz Besonderes, dieses Wappen meines Vaterlandes dann auf der Brust tragen zu dürfen. Es ist nochmal was anderes auch als das Vereinslogo, was einen auch mit Stolz erfüllt, aber das war wirklich was ganz anderes. Es war ja Adrenalin pur in dem Moment und ich habe mich unglaublich gefreut. Du hast es gerade angesprochen, Vaterland. Erzähl uns doch mal, wo deine gambischen Wurzeln herkommen. Ja, mein Vater kommt aus Gambia, aus Serekunda. Und meine Mutter kommt aus der Gegend von Warstein, wo das Bier herkommt. Und die haben sich damals in Berlin kennengelernt. Entsprechend bin ich auch Berliner. Im Juni spielt Gambia die Qualifikationsrunde für den Afrika-Cup. Sehen wir dich da wieder im gambischen Trikot? Das ist alles ein bisschen locker auseinandergegangen. Aber wir haben uns die Hand gegeben, der Co-Trainer, der Trainer und ich, dass wir uns im Juni wieder sehen. Ich hatte auch ein gutes Einzelgespräch noch mit dem Trainer, wo er mir eine gute Leistung attestiert hat. Und ich gehe davon aus, dass sie sich noch mal melden, um die Details dann zu klären. Der Traum von der Nationalmannschaft wäre ja fast noch gescheitert durch ein Missverständnis. Erzähl uns mal, was genau da passiert ist. Ja, Missverständnis ist gut. Es ging schon Anfang März los. Da hat der gambische Verband eine E-Mail an die Geschäftsstelle von Dassendorf versandt und die ist dann da liegen geblieben, leider. Und der Scout, der sich um Deutschland kümmert, der hat dann tatsächlich sich so sehr bemüht und noch die Nummer vom Trainer der zweiten Mannschaft, von Jörg Wildhoff, ausfindig gemacht und den dann so lange genervt, bis der sich dann tatsächlich darum gekümmert hat, Knull geschrieben hat. Und der hat mir dann Bescheid gesagt, sodass es für mich relativ kurzfristig war, aber ich habe natürlich trotzdem sofort zugesagt. Du hast im Vorfeld angekündigt, du möchtest ein bisschen für Furore sorgen. Ist dir das denn aus deiner Sicht auch gelungen? Ja, das war vielleicht ein bisschen falsch zitiert. Für Furore sorgen nicht direkt. Ich wollte auf mich aufmerksam machen. Ich glaube, das habe ich einigermaßen geschafft. Durch Trainingsleistung natürlich hauptsächlich, in den 10-12 Minuten sicherlich auch. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Apropos Trainingsleistung, Dassendorf ist eine sehr erfolgreiche Amateurmannschaft. Hast du da Unterschiede zu den anderen Spielern gemerkt? Ja, ganz klar. Also ich war der einzige Nicht-Profi, wenn wir so sagen wollen. Alle anderen spielen in der Championship, zweite englische Liga oder Major League Soccer. Das sind Vollprofis, die trainieren mehrfach am Tag teilweise, die sind topfit. Das habe ich in den ersten zwei Einheiten auch gespürt. Da hing ich ein bisschen hinterher von der Luft, aber selbst dann habe ich mich dran gewöhnt und es war dann in Ordnung. Willst du denn deinen Trainingsalltag jetzt ein bisschen umstellen, auch im Blick auf die Qualifikationsrunde im Juni? Ja, also mir hat das ganz gut getan, dass wir da dreimal am Tag gegessen haben, keine Naschereien gehabt haben. Das werde ich so beibehalten. Ich schaue ein bisschen, dass vielleicht 1-2 Kilo noch runtergehen, dass ich ein bisschen fitter noch werde. Den ganz großen Umbruch werde ich nicht tun, jetzt vor jedem Training noch ins Fitnessstudio fahren oder so. Aber ich werde natürlich schauen, dass ich in Form bin. Gambia ist das flächenmäßig kleinste Land Afrikas. Wie wird genau da Fußball gespielt? Also was macht den afrikanischen, gambischen Fußball für dich aus? Ja, es ist ganz speziell. Also man merkt auf jeden Fall, wir waren ja in Marokko. Dort waren die Plätze ja wahnsinnig gut. Das kennt man so nicht. Gerade in Gambia ist viel Geld auch vom Verband irgendwo anders hingeflossen, nicht in die Platzpflege. Ich war vor 3 Jahren da, ich habe es mir angeguckt. An sich macht den afrikanischen Fußball aus, einfach, er ist unglaublich physisch, es ist unglaublich stark. Jeder kann bestimmt 180 Minuten laufen ohne Probleme. Wie ich gesagt habe, die Spieler spielen in hohen Spielklassen, die können alle super Fußball spielen, aber vielleicht fehlt noch so ein bisschen dieser, gerade was in Europa so zelebriert wird, dieser taktische Gedanke, dass man auch mal den Ball einfach mal 5 Minuten hat, den Gegner ein bisschen hin und her laufen lässt. Also man sieht dort keinen FC Barcelona, der vielleicht 20 Minuten den Ball hat, aber auch nicht aufs Tor geht, sondern den Ball behält, sondern in Afrika geht es wirklich eher noch ähnlich Kick and Rush, würde ich es fast nennen, nach vorne über eine Einzelaktion versuchen, zum Torerfolg zu kommen. Ja, das ist noch ein bisschen in den Kinderschuhen vielleicht, aber ich bin da guter Dinge, dass da was passiert. Wie findet der Fußball in Afrika und in Gambia speziell denn auch im Alltag statt? Also kriegt man da Fans mit, die da fiebern oder ist das was ganz anderes als hier in Deutschland? Nee, also Fußball ist, glaube ich, überall auf der Welt Volkssport Nummer 1. Auch in Gambia lieben die Leute Fußball. Es waren sogar ein paar Fans da, obwohl es echt, glaube ich, 3 Stunden fast Flugreise sind nach Marokko. Von daher waren wir da sehr glücklich, haben uns natürlich bedankt. An sich zelebriert da jeder Fußball. Als ich vor 3 Jahren da war, habe ich auch ein paar Gespräche geführt. Dort spielen sie auch auf der Straße irgendwo Fußball, irgendwelche Cups oder so, weil jeder den Sport liebt. Also es ist nicht so wichtig, ob es professionell oder nicht ist, sondern einfach dieser Sport an sich, der wird dort sehr geliebt und deswegen ist das für uns alle eine große Sache.
Vielen Dank fürs Interview. Sehr gerne. Fährt auch voll noch sicher. Mieten Sie einen LKW ab 6,90 € pro Stunde bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung.